Stimmisches A. Hi. Mein Name ist Easy Cheesy und damit herzlich willkommen zu einem brandneuen Video. Wow, wow, hello. Ladies and Gentlemen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir befinden uns heute mal wieder bei mir zu Hause. Denn ich bin hier eingezogen in dieses wundervolle Schloss. Das habe ich mir gekauft von meinem Käseverkaufsgeld. Nein, habe ich mir leider nicht leisten können, Freunde. Aber wir sind heute mal wieder auf der Tortoise 2 Map. Nur dieses Mal leider alleine, da Spaghetti nicht dabei ist, weil er um Tomatensauce trauert. Und deswegen sind wir heute alleine hier. Aber, Freunde, wir sind nicht ganz alleine, denn wir haben einen lieben Begleiter. Hallo, wo bist du? Hallo? Bist du hier irgendwo versteckt? Ich suche dich. Wo bist du, mein kleines Schwein? Du Sau, wir suchen dich. Komm her, komm in meine Arme. Oh mein Gott, da hinten hängt er rum. Da hinten hängt Schinken einfach schon wieder komplett in der Ecke. Ja, jetzt guck mich nicht so an. Komm doch mal hervor und begrüß unsere lieben Zuschauer, hä? Da sitzt er in der Ecke und denkt sich so, ja, er chillt mal sein Leben da. Okay, egal. Freunde, wir sind heute mal wieder auf der Tortoise 2 Map unterwegs. Wir haben Schinken mit am Start. Und ja, von daher werden wir auch dieses Mal nicht hungern, denke ich. Ja, Freunde, beim letzten Mal in der Tortoise Map habt ihr mir einen ganz, ganz lieben Kommentar, nicht nur einen, es haben mir sehr viele Leute einen Kommentar hinterlassen. Und zwar einen Hinweis auf eine Torch. Und diese Torch befindet sich in diesem Raum. Und ich bin permanent an dieser Torch vorbeigerannt und ich weiß, wie sehr das triggern kann. Wenn einfach, man hat nicht die Augen auf, man rennt so die ganze Zeit hier entlang, seht ihr die Torch schon da oben? Und ich habe sie einfach jedes Mal übersehen. Das war echt nicht so clever. Aber, Freunde, ihr wart so lieb und habt mich darauf hingewiesen. Das bedeutet, wir haben heute einen Vorsprung. Wir haben einen Torch-Vorsprung und die werden wir uns jetzt erst einmal holen. Direkt zu Anfang. Ich glaube, wir müssen ein kleines Jump-Run schaffen, damit wir da diese Torch bekommen. Aber das sollte eigentlich gar kein Thema sein. Und, okay, schade. Wie kommen wir denn am besten dahin an diese Torch da oben? Wir gucken uns das mal von hier außen an. Ja, da ihr mir das geschrieben hattet, haben wir natürlich jetzt den Vorteil, dass wir schon die erste Torch kennen. Die Position, den Aufenthaltsort der ersten Torch kennen. Und von daher, ja, das müsste man schaffen. Genau hier hoch. So, hier hin. Und dann sind wir auch schon oben und haben die erste Redstone-Fackel. Yeah, nice. Ey, Schinken, jetzt bist du hier auf einmal. Oder bist du der böse Zwillingsbruder von Schinken? Wer sind sie? Okay, ja, dann geh einfach wieder weg, Schinken. Jetzt kennen wir doch mit Schinken schon so. Nee, der ist tatsächlich dahin gelaufen. Kennen wir schon mit ihm so, ne? Der hat immer keine Lust. Ich soll in Zimmer Nummer 3 nochmal gehen, Schinken. Okay, wir gucken mal in Zimmer Nummer 3. Wenn du das sagst, dann tun wir das natürlich. Aber ich glaube, wir haben hier schon eine Fackel gefunden, Schinken. Wir haben hier unten schon eine Fackel gefunden. Ich weiß nicht, ob wir hier noch was finden können. Wir können ja auch mal in die Zimmer gucken. Hier unten, wo wir einfach beim ersten Mal noch keine Fackel gefunden haben. Ob das vielleicht irgendwas bringt, ob wir hier vielleicht noch irgendwas sehen. Hier oben ist ein Mann in den Gemälden. Kommen wir da irgendwie rein, in die Gemälde rein? Nee, das wird nichts mit dem Sprung. Okay, hier in diesem Zimmer waren wir schon. Wir haben in diesem Zimmer keine Fackel gefunden. Bedeutet, dass wir vielleicht eine übersehen haben. Hört ihr das? Hier geht irgendeine Tür auf. Und hier ist das Badezimmer. Als ob dieser Knopf hier das Badezimmer öffnet. Oh mein Gott, das habe ich schon beim ersten Mal gedrückt. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja gut, okay, ich will mich nicht weiter darüber beklagen hier. Super, wir sind im Badezimmer. Wir können uns jetzt hier vor den Spiegel stellen und uns schön machen. Was gibt es denn hier so Schönes zu entdecken? Wir können ein wunderschönes Bad nehmen im Badezimmer. Hier ist einfach mal ein Trichter drin, warum auch immer. Können uns hier oben duschen gehen, so lecker Wasser saugen. Oh, ein Eimer. Okay, ein Eimer. Sollen wir da Wasser rausholen oder sowas? Sollen wir hier von irgendwo Wasser irgendwie... vielleicht nehmen oder so? Bringt uns das was, wenn wir hier das Wasser, sag ich mal, oh mein Gott! Ich habe aus Versehen gerade den Eimer da reingedroppt! Ich bin aus Versehen gerade auf meine Drop-Taste gekommen und habe den Eimer da reingedroppt! Oh mein Gott! Als ob da einfach eine Truhe ist! Haben wir ein Schwein! Haben wir ein Schwein, Freunde? Das hätte ich niemals von alleine entdeckt, wenn ich nicht aus Versehen meine Zoom-Taste direkt neben meiner Drop-Taste hätte und ich das dann automatisch gedroppt hätte. Wahnsinn! Oh mein Gott! Gucken wir mal weiter. Hier ist noch eine weitere Dusche. Ist hier auch ein Trichter. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob das klappt, wenn wir hier jetzt nochmal was reindroppen. Okay, nein, nein, okay. Da passiert nichts, aber damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Vielleicht ist hier irgendwas auf diesem Druckplotten oder wir können hier einen Hebel drücken. So.
Habt ihr das gehört? Hört ihr das? Da geht was auf. Freunde, da ist gerade was aufgegangen. Ja, ja, eindeutig. Hier hinter der Wand ist gerade was aufgegangen. Ich weiß nicht, ob wir da irgendwie durchkommen. Ha. Huh. Okay, oder ob vielleicht doch von hinten da irgendwie ran müssen. Ich weiß es nicht. Okay, Freunde. Aber wir haben hier eine Torch gefunden. Das macht mich erstmal sehr, sehr zufrieden. Wir haben jetzt unsere zweite Torch. Und jetzt schauen wir mal, ob wir... Das müsste ja in der Bibliothek sein, oder? Das müsste ja hier in der Bibliothek sein. Hier ist was aufgegangen. Vielleicht hier oder hier. Und da ist es. Nice. Und Torch Nummer 3. Ansonsten hatten wir beim letzten Mal da oben eine Tür entdeckt. Und diese Tür, die ist mysteriös. Denn da will ich rein. Und ich habe Cookies in der Hand. Ich weiß. Genau. Aber ich weiß nicht, wie wir da hochkommen zu dieser Tür. Das muss so eine Art Jump'n'Run sein. Aber ich weiß nicht, wie wir da hochkommen. Es fällt mir nicht ein. Ich habe letztes Mal schon Ewigkeiten probiert, da irgendwie reinzukommen, da hochzukommen. Aber ich weiß nicht, wie wir überhaupt irgendwie da nach oben kommen. Denn hier habe ich letztes Mal schon geguckt. Hier ist absolut keine Möglichkeit, irgendwie an die Leitern zu kommen. Das funktioniert einfach nicht. So, wenn wir mal unterwegs sind von hier aus. Klar, wir könnten hier hin, aber da kommen wir auch nicht hoch. Wir schauen mal weiter. Vielleicht finden wir ja doch noch irgendwo eine Möglichkeit, wie wir da hinkommen, die ich eventuell einfach übersehen habe. Auch hier ist nichts hinter dem Gemälde. Hätte ja sein können, dass da was hinter dem Gemälde ist. Hier kommen wir auch nicht nach oben. Hier kommen wir auch nicht nach oben. Und dann hört der Spaß nämlich eigentlich auch schon auf. Kommen wir hier durch? Von hier vielleicht? Wenn wir von hier da hochspringen? Und warte mal, sind wir da gerade hochgegangen? Wir sind da rein. Wir können da rein. Wir können da einfach rein. Ich dusselt hier. Das habe ich gar nicht gemerkt letztes Mal. Okay. Das bedeutet, wir müssen jetzt wahrscheinlich hier rüber. Oh, das wird nicht leicht. Das wird kein leichter Sprung. Oh, wir haben es geschafft. Nice. Nächster Sprung an die Leiter hier. So, dann darüber. Sehr, sehr gut. Wie kommen wir jetzt weiter? Vielleicht hier rauf, dort rüber. Ist hier was hinter? Ah, ich weiß es nicht. Und dann an die Leiter. Sehr schön. Sehr, sehr nice. Und wir sind oben. Und wir haben es geschafft. Woohoo! Okay, dann können wir jetzt endlich durch die mysteriöse Tür, die versteckt war, wo ich keine Idee hatte, wie wir da reinkommen. Jetzt haben wir es geschafft, Freunde. So, let's go. Wir schauen mal. Hier oben ist ein Turm. Eindeutig wieder ein Turm. Und das bedeutet wieder ein Jump'n'Run. Mal gucken, was für ein Jump'n'Run das so ist. Okay, wir haben hier diese kleinen Dinger an den Seiten. Da können wir eventuell sogar raufspringen. Jetzt sind wir hier. Dann geht es nach hier. Oh, okay, nochmal. Wie kommen wir jetzt nach oben von hier aus? Wir müssen ja eindeutig nach oben kommen. Sehr, sehr gute Frage. Wir könnten da in die Ecke springen. Wo kommen wir denn jetzt lang? Hat einer von euch eine Idee? Sieht einer, wo wir jetzt langjumpen müssen? Ich sehe es echt gerade nicht. Ich meine, selbst wenn man da ist, in der mittleren Ebene, kommt man ja nicht nach oben. Es muss was mit dem Fenster zu tun haben, Freunde. Es muss was mit dem Fenster und mit irgendeinem Knopf zu tun haben, eventuell. Mal drücken. Wir drücken mal alle Knöpfe hier unten. Das, ja, ich denke, da wird irgendwo der Gang nach außen aufgehen und vielleicht außen das Jump'n'Run weitergehen. Das ist so meine Vermutung, die ich gerade habe, weil wir das eben schon mal hatten, so eine Art oder so eine Art. Wir versuchen das mal. Wir versuchen mal hier rauf. Oh, schade, okay. Müssen wir nochmal machen, den Sprung. So, na, komm. Easy, du schaffst es. Oder auch nicht. Okay. So, last try, Freunde. Und wir haben den ersten Sprung. Wir haben den zweiten Sprung. Und wir gehen mal darauf. Okay, und da sind Knöpfe. Levitation. Levitation. Oh mein Gott. Bitte, bitte bleib. Bitte, bitte bleib. Bitte lass mich das schaffen. Wir sind oben. Wir sind einfach gerade so nach oben gekommen. Alter. I knew it. Ich wusste es. Damit, okay, damit, genau damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass es jetzt so funktioniert. Sind hier unsichtbare Blöcke? Nee, hä? Irgendwas ist hier vor meinem Auge. Ich kann mit der Kamera... Hä? Was ist denn hier? Hier ist irgendwas im Weg. Ich kann hier nicht langlaufen. Hier ist einfach... Hä? Hä? Was ist denn das? Labyrinth? Ein Leiterlabyrinth vielleicht? Oh, okay. Wir stehen in der Luft. Freunde, wir stehen hier gerade in der Luft. Wo geht's denn jetzt lang? Wir wollen nach oben. Hä? Was ist denn hier gerade los? Torch, es wird ja absolut crazy. Hier sind ganz viele unsichtbare Blöcke gerade, die verhindern, dass man hier irgendwie lang gehen kann. Ich schätze mal, die werden genauso sein. Die werden einfach sich nach oben ziehen. Hier kann man vorbei. Hier geht's lang, okay. Hier auch. Wie kommen wir denn jetzt? Hier ist da eine Leiter. Ha.
Freunde, okay. Sehr, sehr gute Frage. Wie lösen wir dieses Rätsel? Wir müssen ja an eine dieser Leitern da oben reinkommen. Das bedeutet für uns, wir müssen eine Leiter unten nutzen und dann müssen wir lang gehen, sodass wir zur oberen kommen. Das heißt, wir könnten schauen, ob irgendwo... Ich weiß es nicht. Ach, wir probieren einfach alles aus. Wir probieren einfach jede einzelne Leiter aus. Das ist mir lieber, als jetzt die Ewigkeiten irgendwie nachzudenken. Kommen wir da vorbei? Lass mich doch da durch. Okay, bis hier kommen wir. Aber nicht weiter. Bis hierhin und nicht weiter. Und wir sind da. Nice! Direkt als das, ob das direkt bei der ersten Leiter geklappt hat. Und da ist die Tort. Yay! Und Elytrin. Wow, nice. Wir haben eine Elytra gefunden. Oh mein Gott. Wir sehen wunderschön aus. Oh, voll cool. Oh, wir haben einfach eine Elytra. Können wir damit runterfliegen? Oh mein Gott. Können wir von hier? Wir können runterfliegen. Aua. Oh, wir kommen hier nicht rein. Oh nein. Ich dachte, wir kommen da rein. In den Turm und können uns die Fackel holen da. Ich glaube, bei dem waren wir noch nicht. Aber da ist auch eine Kiste. Da können wir hinfliegen. Okay, wir versuchen es. Oha. Wow. Elytrin sind nicht meine Stärke, Freunde. Oh nein, wir müssen es nochmal machen. Okay, Freunde, wir sind wieder oben. Wir versuchen es jetzt am besten einfach nochmal. Übung macht den Meister, Freunde. Okay, let's go. Flieg. Bitte flieg. Dankeschön. Alles easy. Und nochmal. Wow. Flieg. Oh nein. Nein. Aber wir sind da. Doch. Okay. Alles gut, Freunde. Wir haben die fünfte Torch. Nice. Flieg. Yay. Okay. So, da wir jetzt gerade außen sind, Leute. Wir können ja mal gucken in den Türmen. Ich glaube, diesen Turm haben wir schon gemacht. Da waren Sprünge drin. Oh mein Gott. Warum fliege ich einfach? Als ob man direkt fliegen kann, wenn man nur einen Block hoch ist. Ich benutze echt viel zu selten Elytrin. Elytrin waren wir auch schon drin. Genau, wir können mal schauen, in welchen Türmen wir noch nicht drin waren. Ich glaube nämlich, wir waren in dem Turm noch nicht drin. Ob es da irgendwie die Möglichkeit gibt, reinzukommen. Entweder von außen oder von innen. Eine Möglichkeit, die wir noch nicht entdeckt haben. Und dann natürlich auch noch in dem letzten Turm. Da waren wir nämlich auch noch nicht drin. Wir halten mal die Augen offen. Seht ihr irgendwo was? Seht ihr vielleicht eine kleine Aushöhlung? Oder ein kleines Jump'n'Run? Oder ein, ich weiß nicht was. Seht ihr irgendwas? Hier kommen wir nicht hoch. Nein, es ist also kein Jump'n'Run, Freunde. Sehe ich gerade nicht. Aber irgendwo vielleicht eine schwarze Stelle oder so, wo es dunkel ist oder irgendwo vielleicht ein Hebel, den wir da gerade unten entdeckt haben. Oh nein! Nein, flieg easy! So, wir haben es ja noch endlich mal geschafft, hierher zu laufen. Wo war denn der Hebel jetzt nochmal? Da unten, okay, gut. Vielleicht fallen wir dieses Mal einfach nicht runter. Das wäre cool. Was ist passiert? Oha! Hier geht's rein. Hier ist der Eingang. Herzlich willkommen im Turm. Okay, Jump'n'Run-Skills hier wieder im Turm zu beweisen gilt es. Okay, das war richtige Yoda-Sprache gerade. So, sehr, sehr schön, das haben wir geschafft. Nice, auch hier sind wir fertig mit dem ersten Raum. Perfekt, okay. Natürlich immer Augen und Ohren offen halten, ob hier vielleicht irgendwo schon eine Torch versteckt ist. Aber meistens sind die Torches erst ganz oben an der Spitze des Turmes, der Türme. Jetzt haben wir hier Leiter-Jump'n'Run sind das gar nicht. Was sind das hier? Zaun-Jump'n'Run. Zaun-Jump'n'Run gilt es jetzt hier zu erledigen. Kriegen wir natürlich auch locker easy hin. So, sehr gut. Okay, jetzt an diese Leiter. Oha, das wird nicht einfach, glaube ich, Freunde. Aber wir versuchen es. Oh mein Gott, wir haben es nicht geschafft. Oh mein Gott, wir haben es. Wir haben es. Dieser Sprung schon wieder. Alter Falter, nicht leicht, aber es war möglich. Von daher, lass uns weiter. Okay, wir sind auf der nächsten Leiter. Lass uns weiter, wir sind auf der nächsten Leiter. Wow, es reimt sich und wir haben die nächste Torch. Nice. 6 Torches sind jetzt schon mittlerweile am Start. Wir brauchen nur noch 4 für heute. So, Freunde, nächster Turm wartet auf uns. Mal gucken, ob es da eine Möglichkeit gibt, reinzukommen. Und ich habe schon eine Idee. Denn hier unten, auf dieser Map ist nichts zufällig, Freunde. Und wir haben letztes Mal hier unten schon ein Loch entdeckt. Und ich weiß noch nicht, ob ich mich intensiv genug damit beschäftigt habe, mit diesem Loch. Weil
Ich glaube, es ist ein Schalter, oder? Ihr seht es schon, es ist echt ein Schalter dahinter. Ich habe letztes Mal schon Ewigkeiten daran rumgefummelt und habe diesen Hebel nicht gefunden. Aber hier ist ein Hebel. Hier muss irgendwas passiert sein gerade. Und hier ist auch was aufgegangen. Okay, lasst uns weiter gucken. Wir sind jetzt im letzten Turm quasi. Die Torches aus den Türmen haben wir jetzt mittlerweile allesamt gefunden. Und das bedeutet für uns wieder Jump-Run-Time. So, da sind wir auch schon im nächsten Raum. Was haben wir denn hier? Oh mein Gott, diese Jump-Runs. Was war das? Hä? Was war das denn gerade? Hä? Keine Ahnung, das war gerade irgendwie ein Bug oder so, glaube ich. Diese Jump-Runs sind nicht leicht, wollte ich eigentlich sagen, mit diesen Dingern, wie auch immer die heißen. Okay, und der letzte Sprung, Freunde. Letzter Sprung. Oh mein Gott, und wir haben es geschafft. Nice, okay. Nächstes Level. Wie sollen wir denn hier springen? Wie sollen wir denn hier springen? Ich habe die Befürchtung, dass wir von der Leiter aus jetzt hier rauf müssen. Das kann doch nicht wahr sein. Wie soll das denn gehen? Okay, nice, wir haben's. Und jetzt auf dieses Ding. Und von hier aus an diese Leiter. Wow. Wow, das sind echt nice Sprünge. Wirklich, das muss ich echt mal sagen. Die sind echt heavy. Hier rauf, nach dort. An dieses Ding, dann auf das da. Und oh, keine Ahnung, was hier schon wieder geht. Okay. Okay, 3, 2, 1 und... Wow, 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 wow. Ich glaube, erst darauf. Okay, und jetzt an die Leiter. Wow, nice. Und wir haben es wieder geschafft. Wir haben es wieder geschafft. Es wird Zeit, mal nach Schinken zu sehen. Schinken, mein lieber Freund, versteckst du dich wieder hinter irgendeinem Baum, in irgendeinem Busch oder unter irgendeinem Stück Blume oder sowas? Keine Ahnung, bist du, wo bist du schon wieder? Da sitzt du. Okay, Schinken, dieses Mal versteckst du dich also hinter einem Blatt vor mir. Ich weiß nicht, was du gegen mich hast, wirklich nicht. Ich finde dich, nur weil du Schinken heißt, weißt du, das heißt ja nicht, dass ich dich esse. Niemals, Schinken, keine Sorgen, ich würde dich niemals essen, mein kleines Schweinchen. Nur wegen deines Namens, weil du so süß aussiehst, oh, ich würde dich lieber knuddeln als essen. Das kannst du mir glauben, mein Freund. Okay, so haben wir jetzt alles durchgeguckt. Ich wollte eigentlich alle Räume nochmal durchgucken, die wir letztes Mal hatten. So, Freunde, wir haben 7 Torches, aber das ist noch nicht genug. Hier ist ein Kamin. Der ist mir letztes Mal noch gar nicht aufgefallen. Ha, okay, unter dem Tisch eventuell irgendwelche Krümel. Ja, hier wurde lange nicht gesaugt, muss ich sagen. Hier wurde lange nicht gefegt. Hier sind Regale, hier sind Kisten, das hatten wir schon alles. Da oben vielleicht noch irgendwie. Man muss echt in jede Ecke 23.000 Millionen Mal gucken, damit man endlich weiß, ob da irgendwas ist. Da unten ist aber was. Und da ist eine Torch drin. Nice. Da war eine Kiste einfach versteckt. Hä? Wow. Okay, nice. Gut, dass wir die gesehen haben. Wir können natürlich jetzt weiterhin einfach mal ein bisschen hinter den Gemälden gucken, ob hier hinter den Gemälden eventuell was versteckt ist. So, hier können wir mal kleine Jump-Runs machen, nach hier oben gehen und feststellen, hier ist nichts. Manchmal geht es aber auch irgendwo weiter. Vielleicht kommt man dahin an dieses Gemälde. Ja, nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich kommen wir darüber nicht. Hier kann man, glaube ich, auch nicht hochspringen. Nein, okay, schade gelaufen. Wie sieht es denn hiermit aus? Kommt man von hier vielleicht hoch und hier hinter ist wirklich was? Nice. Was ist da passiert? Hallo? Hier passiert was. Aber was? Ich sehe nichts. Oh mein Gott, doch, da. Da ist was. Da oben ist eine Torch. Nice. Nummer 9. 9 Stück haben wir jetzt schon, Freunde. 9 Torches sind schon in unserer Tasche in dieser Folge. Es bleibt noch eine für heute. Das könnte zum Beispiel diese dort sein. Diese Torch. Ich weiß nicht, wie ich sie kriege. Das geht mir so oft so. Das geht mir hier im Disco-Raum so. Das geht mir da hinten so bei dieser Torch. Ich sehe die Torches und ich habe keine Ahnung, wie ich an sie komme. Ich weiß es nicht. Es muss ja irgendwie von oben oder von hinten oder... Nee, von hinten ist es ja schon mal nicht, weil da ist dieser andere Raum und da waren wir schon. Da haben wir die Torch auf der anderen Seite geholt. Also nein. Das muss also von oben sein. Wir müssen also irgendwie von oben an diese Torch kommen. Das bedeutet, wir gehen jetzt mal gucken, die Koordinaten. Und wir gehen jetzt mal eine Etage nach oben und gucken mal, ob wir da eine Möglichkeit finden, an diese Torch zu kommen. Genau hier. Genau dazwischen. Da, vielleicht hier? Müssen wir irgendeinen Knopf drücken? Da komme ich nicht an. Ich habe nicht so lange Arme. Es ist eigentlich genau hier zwischen, genau hier hinter muss es sein. Freunde, genau dahinter muss es sein. Aber wie kommen wir da hin? Kommen wir vielleicht, können wir hier oben irgendwas machen? Ist hier oben irgendwas ein Schalter oder sowas? Augen auf, Freunde, Augen auf. Seht ihr irgendetwas? Etwas, was ich vielleicht übersehe? Vielleicht diesen Knopf da?
Hat er was gemacht? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, Freunde. Vielleicht hier unter der Brücke? Manchmal ist ja auch im Wasser irgendwas so sneaky versteckt, wie zum Beispiel da, und da ist die nächste Torch. Die 10. Torch, Freunde! Yay! Nice! Wir gehen jetzt runter in den Torches-Raum, legen die 10 Torches ab, haben unser heutiges Ziel erreicht. Und dann geht's weiter beim nächsten Mal. Es bleiben nämlich noch 20 Fackeln zu finden. So, Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. 10 Stück haben wir heute mal wieder gefunden. 20 bleiben noch insgesamt, Freunde, auf der Torte 2 Map insgesamt. Dann haben wir alle Level geschafft. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich danke euch fürs Zusehen. Ein neues Mal bei Minecraft Torches. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag und hasta la pasta.